Guten Tag. Mein heutiges Thema lautet, wer ist Betriebsrat? Das klingt etwas irreführend, wird der eine oder andere vielleicht mehr oder weniger etwas später merken. Aber es ist ganz bewusst die Frage so gestellt, nicht was ist ein Betriebsrat, sondern wer ist Betriebsrat? Man kann immer wieder beobachten, dass Menschen, die Mitglied in einem Betriebsrat sind, von sich sagen, ich bin Betriebsrat. So als würden sie sagen, ich bin Studienrat, ich bin Geheimrat, ich bin Regierungsrat, wie auch immer. Und sie machen damit auch manchmal sogar Karriere. Wenn sie sich vorstellen, bei politischen Parteien zum Beispiel, dann heißt es unter anderem, ich bin Betriebsrat. Tatsächlich gibt es natürlich nicht den Betriebsrat als Titel, als Berufsbezeichnung, sondern es gibt höchstens die Mitgliedschaft in dem Organ Betriebsrat. Warum sage ich das? Weil die Kenntnis dessen, was Betriebsräte sind und was sie tun sollten und was sie tun müssen, auch gerade im Interesse der Belegschaft, nicht immer sehr verbreitet ist. Ich habe im Laufe meiner 40-jährigen Berufspraxis als Arbeitsrechtsanwalt es immer wieder erleben müssen, dass auf meine Frage, gibt es bei Ihnen oder gibt es bei dir einen Betriebsrat im Betrieb, die unterschiedlichsten Antworten kamen, aber sie waren allesamt sehr oft für mich nicht brauchbar. Ich konnte das nicht verwenden. Entweder hieß es, nein, es gibt keinen Betriebsrat, oder aber, ja, es gibt einen Betriebsrat, aber ich habe noch nie was von dem gehört. Oder aber, leider auch sehr oft, es gibt einen Betriebsrat, aber ich habe kein Vertrauen. Dieser Betriebsrat setzt sich sowieso nur für den Arbeitgeber ein. Das sage ich nicht aus irgendeiner radikalen Einstellung heraus oder aus der puren Absicht von Kritik. Nein, das ist einfach eine Tatsache. Wenn man sozusagen von unten her die ganze Geschichte betrachtet und nicht von oben, wenn man also nicht im Bundestag über das Thema Betriebsräte und Betriebsverfassungsgesetz redet oder das Ganze in einer Regierungserklärung macht, sondern mal von unten, dort wo die Arbeitnehmer beschäftigt sind, dann eben fragt, hast du in deinem Bereich einen Betriebsrat, der deine Interessen vertritt, da muss man sehr oft feststellen, daran hapert es. Das muss man festhalten, weil ja auf der anderen Seite auch die Existenz von Betriebsräten bekämpft wird. Wir haben auf der einen Seite die Verhinderung von Betriebsräten, die systematische Verhinderung von Betriebsräten durch bestimmte Arbeitgeber. Aber wir haben auf der anderen Seite leider auch dann, wenn es Betriebsräte gibt, das Problem, dass die Aktivitäten dieser Gremien oftmals nicht sehr glorreich sind. Die Frage, die man also stellen muss, von innen heraus sozusagen, ist diejenige, was sind denn die Aufgaben eigentlich eines Betriebsrats? Da kann man natürlich Betriebsratsmitglieder schulen und ihnen erklären, was im Gesetz drin steht. Aber neben all diesen juristischen Fragen, mit denen sich natürlich Betriebsräte auseinandersetzen müssen, geht es vor allem auch die Frage, wie ist denn meine Einstellung eigentlich dazu, Mitglied eines Betriebsrats zu sein? Und da stellt man dann sehr oft fest, im Alltag, ich habe mich oftmals unbeliebt gemacht, wenn ich darauf hingewiesen habe und den Finger in die Wunde gelegt habe, aber ich werde es weiterhin tun, dann stellt man fest, dass manche Betriebsratsmitglieder eine sehr kuriose Vorstellung von ihren Aufgaben haben. Sie meinen, sie müssten ganz bestimmten Maßnahmen des Arbeitgebers zustimmen. Wenn man sie dann fragt, warum habt ihr denn zugestimmt, heißt es, ja, wir müssen doch. Vielleicht nicht unbedingt gegenüber einem Arbeitsrechtler, aber sehr oft gegenüber Kollegen und Beschäftigten. Warum habt ihr dieses gemacht? Warum habt ihr jenes gemacht? Ja, wir müssen doch. Das steht im Gesetz. Und oftmals lassen sich dann Beschäftigte oder auch andere oder auch Dritte von dieser Bemerkung verblüffen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein für alle Mal, wenn es geht, allen, die interessiert sind an diesem Thema, mit auf den Weg geben, niemals verblüffen lassen und als Betriebsratsmitglied niemals andere verblüffen wollen. Man kann auch eine andere Formulierung wählen, ich verzichte darauf. Aber die Behauptung, dass Betriebsräte, Betriebsratsmitglieder bestimmte Entscheidungen treffen müssten, weil es im Gesetz so stünde, diese Behauptung ist falsch und eine bewusste Irreführung derer, die danach fragen. Und es ist schlimm genug, dass es wenige kritische Stimmen und erst recht auch wenige Ohren gibt,
die sich solchen Märchen verweigern. Es gibt immer wieder Fälle, und ich habe leider einen solchen Fall auch sehr lange begleiten müssen, wo Betriebsräte, in diesem Fall war es ein Personalrat der Hamburger Verwaltung, eine Kündigung hätten verhindern können. Mindestens aber die Zustimmung zu einer solchen Kündigung hätten verweigern können. Selbst wenn Betriebsräte bei der Kündigung von Beschäftigten kein Mitbestimmungsrecht haben, so ist die Zustimmung zu einer Kündigung immer dann, wenn ein Kündigungsrechtsstreit vor dem Arbeitsgericht landet, äußerst problematisch, denn es erweckt den Eindruck, als ob auch der Betriebsrat in Anführungszeichen hier die Entscheidung des Arbeitgebers unterstützt. Deshalb galt für mich, als ich als junger Referendar mit diesen Dingen zum ersten Mal konfrontiert war, auf Gewerkschaftsseminaren, der Grundsatz, wie er mir von alten Gewerkschaftshasen vermittelt wurde, ein Betriebsrat stimmt niemals einer Kündigung zu. Die Rechte des Betriebsrates dienen der Verstärkung von Arbeitnehmerrechten. Und es ist nicht die Aufgabe von Betriebsräten, darüber zu befinden, ob die Kündigung eines Arbeitnehmers rechtens ist. Aber immer wieder kann man beobachten, wenn der Arbeitgeber dann den Betriebsrat einschaltet, dass sich die Betriebsratsmitglieder über diesen Fall hermachen und dann beurteilen wollen, ob denn die Kündigung gerechtfertigt ist, und dann oftmals zu dem Ergebnis kommen, ja, sie ist gerechtfertigt. Sie spielen also Gericht. Das ist nicht die Aufgabe des Betriebsrates. Weder nach dem Gesetz, noch nach dem klassischen gewerkschaftlichen Selbstverständnis, noch nach moralischen Grundsätzen. Denn eines muss klar sein, wer Gericht spielen möchte, der muss vor allem eins beachten, den Grundsatz rechtlichen Gehörs. Wer wirklich entscheiden möchte, Betriebsräte entscheiden ja gar nicht, aber wer dann meint, er könne entscheiden, ob eine Kündigung rechtens ist, der muss dann auch den Betroffenen mal anhören. Und das geschieht meistens nicht. Und ich habe dann einen solchen Fall, in dem ich das kritisiert habe, mir anhören müssen, das dürfte ich nicht kritisieren, denn das unterläge der Schweigepflicht. Das war die Antwort des betreffenden Betriebsratsmitglieds. Und die Antwort derer, die gemeinsam mit dieser Person politisch meinten, Karriere machen zu können, war dann, um Gottes Willen, da muss man doch erstmal diese Person anhören. Ja, diese Person wurde angehört zu diesem Vorwurf, sozusagen Betriebsratsarbeit im Interesse des Arbeitgebers zu machen und sich nicht um die Belange des Beschäftigten zu kümmern. Aber aufgegriffen worden ist es eigentlich nie. Die Betroffenen, die von Betriebsräten verraten und verkauft wurden, ich sage es jetzt mal so polemisch zugespitzt, um die haben sich die wenigsten gekümmert und kümmern sich die wenigsten. Deswegen ist es so wichtig, den Finger in die Wunde zu legen und nicht einfach nur das zur Kenntnis zu nehmen, dass wieder mal jemand von sich behauptet, ich bin Betriebsrat. Oder wenn es gut kommt, ich bin Betriebsratsmitglied. Sondern die Frage zu stellen, was machst du denn eigentlich in diesem Rahmen? Wie verstehst du deine Betriebsratsarbeit? Welche moralischen Grundsätze hast du? Ist wirklich das Interesse auch des einzelnen Arbeitnehmers dein Maßstab? Oder meinst du, Betriebsratstätigkeit ist sowas Ähnliches wie gerichtliche Tätigkeit? Und es käme gar nicht darauf an, in jedem Falle die Interessen des einzelnen Beschäftigten durchzusetzen. Ich sage in aller Deutlichkeit, auch wenn es manche Jüngere vielleicht heute nicht gerne hören, vor 40 Jahren noch auf Gewerkschaftsseminaren war das gar keine Frage. Es war selbstverständlich, dass man als Betriebsrat auch im Einzelfall die Interessen des einzelnen Arbeitnehmers vertritt und nicht sich zu einem Richter aufschwingt oder vielleicht auch meint, den Einzelnen, den Betroffenen überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Es ist schlimm genug, dass Leute, die einen ganz anderen politischen Anspruch, nicht nur im gewerkschaftlichen Bereich, sondern auch im politischen Bereich haben, gar nicht begreifen, welche grundsätzliche Bedeutung die Betriebsratstätigkeit für den einzelnen Beschäftigten hat. Theoretisch, abstrakt stimmen sie zu, aber sie sind offensichtlich nicht bereit, die entscheidende Grundlage in ihrer eigenen Betriebsratsarbeit anzuerkennen und umzusetzen, nämlich die moralische Haltung, Tätigkeit als Betriebsrat zu verstehen als Tätigkeit für die Interessen der einzelnen Beschäftigten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich kann an dieser Stelle nur darum bitten, meinen Kanal
zu abonnieren. Hier werden ständig und regelmäßig Fragen des Arbeitsrechts, aber auch der Arbeitnehmersicht auf das Arbeitsrecht in Videoform dargestellt.